So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Abgefuckter Hurensohn Simulator 2023. Wir sind mit... Nein, natürlich nicht, aber... Wir sind natürlich immer noch in Silent Hill und haben im letzten Part wirklich den wahrscheinlich absolut nervigsten Part hinter uns, den es gibt und gab. Wir haben absolut keine Munition mehr, wir sind am Arsch und bla, ja. Haben wir im letzten Part nochmal gesehen, dass hier rechts an der Ecke ein Heildrink ist, wo 50 Gegner vorsitzen. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man das macht, aber gut. Sei mal dahingestellt, wir brauchen den jetzt auch nicht unbedingt, deswegen lassen wir den jetzt einfach mal. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg, glaube ich, zurück zur Schule. Kann das sein? Von hier aus weiter zur Police Station, da waren wir ja schon. Auch im Nebenraum abchecken. Warte mal, auch den Nebenraum abchecken? Bei der Police? Gibt's da, ist der jetzt offen mittlerweile? Also, wir waren ja schon in der Police, aber der war ja zu, der Nebenraum. Also wenn der jetzt abgeschlossen ist, der Nebenraum, ne, dann raste ich aus, Alter. Vor allem, man hat auch wirklich... Vor jedem halbwegs wichtigen Punkt hat man diese Spasti-Gegner dahingesetzt. Warum? Und vor allem... Oh mein Gott, ey. Gott sei Dank. Munition. Es gibt nichts Besseres jetzt im Moment, ey. Echt nicht. Und hier ist der Nebenraum. Munition, Gott sei Dank. Und Speicherpunkt. Oh mein Gott, das ist einfach der heilige Gral von allem, ey. Nichts Nützliches. Jetzt können wir endlich uns auch mal wieder einigermaßen wehren. Oh mein Gott, ist das schön. ...45 Schuss, mein Gott, das ist ja... vielleicht sollten wir auch nochmal nachladen. Danke. Und da ist auch noch Schrotflintenmunition, Alter, das ist doch wie Ostern hier gerade, Alter, das ist doch unglaublich. Ja, schade, wäre auch zu schön gewesen, ha. So. Jetzt, meine lieben Freunde, müssen wir zur Schule wieder zurück. Direkt rennen, bevor dieser Spasti wiederkommt. Jetzt müssen wir nämlich zur Brücke. Ja, war ja klar, dass hier wieder alles zu ist. Ah, hier ist es, glaube ich, gewesen, ne? Oh, was ist denn mit der Kamera los? Warum ist sie denn 50 Meter hinter dem NPC, wollte ich schon sagen. Okay, hier ist nichts mehr, schade. Wir können ja noch mal in diesem Häuschen gucken. Vielleicht ist da ja was nachgespawnt an Munition und so. Vielleicht haben wir ja Glück. Glaube ich zwar nicht, aber man kann ja hoffen. Obwohl, nee, nee. Ich kann euch sagen, dass sich das nicht lohnen wird. Und zwar genau deswegen. Wir sind jetzt nämlich gar nicht da. Wir sind nämlich direkt an der Schule. Geil. Das muss das Wasserwerk sein, das Lisa erwähnt hat. Es ist abgeschlossen. Das Schloss ist ausgeleiert. Ich kann es vielleicht mit einem kräftigen Schlag aufbrechen. Also ich werde jetzt ganz bestimmt keine Munition dafür verschwenden. Wir werden, das hier machen. So. Gut.
Grusel, 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 Grusel. Der lange Abstieg ins Verderben. Wahrscheinlich wird das sogar unser Verderben jetzt. Aber das finde ich schon mal nicht so abgefuckt wie das, was wir gerade hatten, bis jetzt. So, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Munition finden, perfekt. Dann bin ich glücklich schon wieder. Aber ich glaube, das wäre zu viel erwartet. Naja, warten. Ne? Wieso geht mein Radio nicht los? Ja, schön. Oh mein Gott, Junge, was sind denn das jetzt wieder für Viecher? Verzieht euch, haut ab. Wieso geht mein Radio denn nicht an, Alter? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Karte wäre halt auch nicht schlecht, ne? Oh, Munition, Gott sei Dank. Kann das sein, dass wir das Radio ausgeschaltet haben oder so vielleicht? Macht das... Es ist an. Warum ist es an, wenn es nicht geht? Hä? Und was sind das für Heuschrecken, Junge? Ja, Harry, du musst schießen. Schießen, Harry. Am besten auch nicht daneben. Oh mein Gott, da ist ganz viel Munition. Alles meins. Nimm es doch. Danke. So, was sagt unsere Lebensenergie? Naja, mittelmäßig, ne? Wir klatschen mal eins rein. Bevor wir nachher wieder sterben. Bis zum Speicherpunkt jetzt. Gehe ich jetzt kein Risiko mehr ein hier. Ach, halt die Schnauze da hinten. Ist da was? Nö. So, jetzt wäre eine Landkarte cool. Okay, hier geht es anscheinend gar nicht hin. D2. Keep out, hier ist eine Tür, glaube ich, oder? Und das war ein Junge. Monster? Nein, gut. Wie soll man denn an den Schrank dran kommen? Oh, Alter, das ist ja der übelste Umweg jetzt, ey. Aber wenigstens haben wir einen Speicherpunkt und eine Landkarte. Perfekt. Karte der Kanalisation. Zugang zum Erholungsbereich. Sehr, sehr erholend auf jeden Fall hier. Siwa. Kanalisationsschlüssel, gerne. Sonst ist da nichts, ne? Nö. Da haben wir zwei Leitern. Es ist nicht abgeschlossen. Oh mein Gott, du Arschloch, was bist du denn da? Ich bin weg. Tschüss. Oh
Oh mein Gott. Hier lang und dann hier lang. Dann hier lang. Oh mein Gott, da ist ja noch so ein Vieh. Alter, ich weiß gar nicht, wo lang. Ich bin übertrieben verwirrt hier, ne? Naja. Hi, ich bin voll die scheiß Steuerung in dem Game. Hi, was geht? Oh, hier ist ein Boot. Naja, komm, wir schießen mal. Ah, es ist tot. Okay, scheiß drauf. Tritt doch drauf! Oder ist es tot jetzt? Für immer und ewig. Hoffen wir es. Ach, da ist noch eins. Brauchst dich gar nicht bewegen mehr, du Arschloch. Also ich muss echt sagen, ich finde das Gebiet bis jetzt tausendmal angenehmer wieder als das, was wir im letzten Part hatten. Auch wenn die Gegner hier jetzt nicht unbedingt weniger nervig sind, aber ich finde das... Ey, diese komischen Snorks oder was das da war, diese Viecher da, ne? Im letzten Part, das war ja... Ey, bis die mal umkippen, ne? Da vergeht erstmal ein halbes Jahr, ne? Und dann ballern wir noch einen rein, obwohl wir gar nicht müssten. Ja, wir haben aber noch, ja, 30 Kugeln. Besser als nix, aber könnte besser sein. Ich meine, wir haben ja auch noch die Möglichkeit, Cheatcodes zu nutzen. Unendlich Munition. Wenn uns jetzt mal wirklich in einem Endfight nochmal die Munition komplett ausgeht und wir keine andere Möglichkeit haben, durchzukommen, weil der Gegner wieder fliegt oder was weiß ich, dann werden wir das machen. Natürlich werden wir das nur als allerletzte Möglichkeit nutzen. Kanalisationsschlüssel. Also wirklich als allerletzten Ausweg. Meine Fresse, Deutsch ist schon kaputt hier, ey. Aber bei dem Spiel würde es mich nicht wundern, wenn das irgendwann passiert. Oh mein Gott, da kommen die ganzen Drecksviecher. Ja, natürlich. Och, Junge, ey. So, Ruhe jetzt hier. Alter, wir sind schon wieder halbtot gefühlt, Junge. Ich meine, gut, wir haben noch Heildrinks ohne Ende und alles, aber... Ich habe keinen Bock, die so zu verschwenden jetzt für... Was ist das denn dahin? Ah ja, ja gut, dann haben wir ja schon mal das da wieder ausgesorgt für... Verbandskasten, sehr schön. Oh Mann, oh Mann. Eine Leiter. Oh ja. Warum sind hier so viele Verbandskästen? Kommt hier gleich wieder irgendein Gegner, von dem ich nichts weiß? Alter, wieder schon wieder drei von diesen Geiern hocken, ne? Da oben. Weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt seht ihr was wahrscheinlich besser. Komm doch runter. Trau dich. Ja, Harry, genau. Der Gegner ist über dir, schieß erstmal nach vorne. Weißt du, was? Ich renn jetzt einfach. Ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Oh Junge, wie scheiße muss man eine Kameraführung machen, Alter? Was ist das hier? Ist das eingestürzt oder was soll das sein? Ich blick's nicht. Och Junge, diese Kamera, ne?
ist halt noch einer, ey. Oh Mann, wo geht's denn jetzt lang? Schon wieder so ein Labyrinth hier, ey. Ach ja, natürlich. Die machen wir natürlich auch noch hin. Oh, noch... Ah, halt, dann kommt's auch, okay. Boah, ich wollte schon sagen, wenn das jetzt auch wieder Gegner sind, ne? Können wir bestimmt wieder direkt nehmen. Ja, noch geht's. Och, Junge, ich komme halt noch nicht mal weg hier. Ah, hier lang, okay. Ich hoffe, wir sind jetzt richtig. Nicht, dass wir wieder zurückrennen. Okay. Da geht's lang. Ich renne jetzt einfach, Alter. Ich habe gar keinen Bock, mich jetzt mit denen anzulegen. Oh, noch mehr Gegner. Cool. Oh, da kommen die direkt den nächsten. Na, hier geht's weiter hoffentlich. Hallo? Einmal verschnaufen. Ich glaube, die Viecher sind hinter mir, ne? Hoffe ich mal. Okay, Lebensenergie geht noch einigermaßen. Kann das sein, dass wir hier schon mal gewesen sind? Nein. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt gleich hier irgend so eine Echse aus dem Wasser kommt, die mich total auseinander nimmt. Ehrlich nicht. Es würde mich jetzt wahrscheinlich an der Stelle. Da ist ein Schlüssel zum Kanalisationsausgang im Wasser mitnehmen. Ja, ich denke schon, ne? Oh, ich wusste es. Och, Harry! Harry Mason! Oh, es geht aber noch eigentlich vorne. Die machen gar nicht so viel Schaden, glaube ich. Kann das sein? Alter. Ich hoffe, die bleiben da. Wo muss ich überhaupt hin jetzt? Das ist das reinste Labyrinth hier. Muss ich wirklich komplett jetzt... Ich denke mal, da hinten nach links gleich. Nee, gar nicht. Ich... Warte mal, steht hier bestimmt. Bevor ich jetzt hier komplett falsch laufe. Schon eine Karte dreht euch hin. Am Ende dieses Falles könnt ihr einige hilfreiche Dinge einpacken. Nehmen wir hier mal Mittel. An der nächsten Tür setzt ihr den Schlüssel ein, um so nach oben zu gelangen. Wir müssen da wieder rein, Leute. Können wir die eigentlich... Nee, ne? Oh, das wird jetzt so tödlich. Auch Harry, wie wär's denn mal, wenn du den Gegner hier besiegst? Alter, das ist doch nicht normal.
Junge, ey, das ist... Nee. Perfekt, hier ist nichts. Ey, hier ist doch gar keine Tür, oder? Oder ist hier eine? Nee. Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht hier. Das Wichtigste hierbei ist jedoch der Schlüssel, der den Weg zum Ausgang freimacht. Der befindet sich in der Nähe der Blutlache im Wasser. Das haben wir gemacht. So, an der nächsten Tür setzt sie den Schlüssel ein. Wo ist diese Tür? Hier ist keine Tür. Da hinten rechts ist eine Tür. Aber das ist doch nicht die nächste Tür, Junge. Ich schreibe meinen Guide, aber mach den voll komisch. Unverständlich. Damit die Leute ein bisschen nachdenken beim Spielen und nicht alles sich anschauen. Ja, bleib mal stehen, genau. Macht Sinn bei den 50 Rücken. Alter, was war denn das jetzt? Wieder so ein Huren, aber ich glaube, das ist der von letztes Mal, kann das sein? Alter, warum schießt der auf den da hinten, statt einfach den hier zu nehmen? Das ist so lächerlich, ne? Schlüssel zum Ausgang, so, raus jetzt hier. Speicherpunkt. Also hier wird ja ein Ort nerviger als der andere. Ach komm ey. Ah, natürlich ist es wieder dunkel. Nimmst du bitte die Munition, die da liegt? Nein, brauchst du nicht. Okay, perfekt. Dann brauchst du die nicht anscheinend. Boah, Junge, nimm doch die. Oh, okay. Die sah ehrlich gesagt so aus, als wenn die noch auf dem Dings liegt. Gewehrpatron. Erste Hilfekasten. Kann es sein, dass jetzt gleich wieder ein Endgegner kommt oder so? Keine Landkarte von diesem Ort. Wo sind wir überhaupt? Information. Karte, Landkarte, ja, nehme ich gerne mit. Was? Lakeside, wir sind beim See. Ist das eigentlich der Toluca Lake? Weil der Toluca Lake, der kommt ja im zweiten Teil vor, das weiß ich, aber... Ist der jetzt? Naja. Was auch sonst. Aber schön, dass das Radio wieder funktioniert. Oh, was haben wir denn hier? Nichts. Gar nichts. Viele Monster, juhu. Hehe, ich flatter immer hinterher, hä? Bestimmt lustig. Wird den bestimmt nicht aufregen oder so, nee. Will nur spielen. Oh, ein Hund, toll.
Mal wieder eine Straße, die ins Nichts endet. Die originell. Originell? Ja. Ach ja, natürlich sind solche Affen wieder da am Start. Und ein Zahlenschlosscode. Toll. Findet man den Code irgendwo? Wir müssen erstmal zu einer Bar gehen. Angeblich soll hier irgendwo eine Bar sein. Ja, es ist bestimmt sehr intelligent, jetzt da gegen die Wand zu rennen, Alter. Boah, ich penetriere den jetzt, Alter. Ist mir scheißegal. Der hält ja nichts aus. Hätte ich das mal eher gewusst. Boah, ey. So, wo ist denn diese komische Bar? Annie's Bar, die ist direkt vor uns irgendwo. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles hier? Nein. Ach mein Gott, ey, wo ist denn hier eine Bar, ey? Links. Na gut, er macht dasselbe. Gott sei Dank, ey. Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. Ich glaube, dann werde ich auch nicht mehr hier. Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Perfect. Speicherpunkt bei den Göttern, endlich. Ich meine, eigentlich hatten wir erst vor kurzem einen, aber... Eidrinks nehme ich gerne mit. Brauche ich bestimmt auch bald wieder. Bald. Los klemmt. Was ist denn das hier? Billiard Choir oder wie das heißt? Billard Quay. Alter, die hätten hier wenigstens ein bisschen Munition oder so hinlegen können, finde ich. So, speichern wir erstmal eine Runde. So, meine Freunde, ich würde sagen, dann werden wir auch erstmal einen Cut an der Stelle machen. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Benny, danke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Silent Hill. Haut da rein.